geraten. Patrick Pohl mit drauf, der Goldhelm. Brückmann. Auf was? Nico Linsenmeier. Wieder Brückmann. Da kommt die Scheibe Richtung die Tor. Und das ist das erste Tor des Abends in der zweiten Spielminute. Macht Freiburg das 1:0. Und ich habe den Torschützen nicht erkennen können. Ja, wie ging das eigentlich rein? Chris Billig hinterm Tor. Achten wir nochmal drauf. Hier kommt Billig an die Scheibe. Ich glaube, er schießt Ryanair von hinten an. Und von dort geht die Scheibe ins Netz. 1:0. Glücklich aus Freiburger Sicht. Ja, er schießt ihm auf den Rücken so und dann geht's rein. Sonst wäre dieser Winkel auch absolut unmöglich gewesen. Kann sich durchsetzen an der Bande. Kriegt die Scheibe aber nicht raus. Aber jetzt am Ende dann mehrere Chancen verpasst. Und Radek Duda zieht ab auf 2:0. Peter Haluser trifft. Nein, es ist Yannick Herm. Yannick Herm macht den zweiten Treffer heute Abend in der 12. Spielminute. Ja, hier war die Chance noch, die Scheibe rauszuspielen. Freiburg hält sie drin. Und es ist Yannick Herm mit dem Treffer. Ja, es war gar nicht beabsichtigt, das Vorspiel zu diesem Tor, dass sie da so um den Puck kämpfen mussten, ihn überhaupt im Drittel zu halten. Hat schon einige Siege eingefahren in dieser Saison. Pohl. Schießt flach Tor. Und das ist das erste Tor für die Eispiraten Krimmitschau. Der Goldhelm Patrick Pohl macht den Anschlusstreffer, das 2:1 in der 26. Spielminute. Mit Schwung ins Drittel rein. So schnell kann das gehen. Und über den Schoner von Wölfel drüber, flach unten ins linke Eck zum 1:2. Ja, das ist eine fiese Höhe, so kurz über den Schoner. Ja, aber es hat sich abgezeichnet in diesem Abschnitt. Krimmitschau kam mit viel Dampf aus der Kabine. Sie hatten ein gutes Überzahlspiel und jetzt den Treffer. Der hat Platz, hat Peter Haluser dabei. Schwabe kommt zu Linsenmeier aus der Drehung am Tor vorbei. Und Pohl mit dem Gegenangriff. Pinizzotto über außen. In die Mitte. Legt ab, Schietzold schießt Tor! Und das ist der Ausgleich. Schietzold macht das 2:2 in der 27. Spielminute. Doppelschlag. Doppelschlag. Innerhalb von, ja, ich sag mal, einer Minute, zwei Minuten gleichen die Eispiraten das Spiel aus. Und drehen die Partie. Alles wieder auf Null gestellt. Ja, und das war natürlich geschickt gemacht vorm Tor. Marco Wölfel die Sicht verdeckt. Und dann kommt auch der Schuss. Und Marco Wölfel, ja, da hat er keine, sieht er gar nichts. Hoch, links oben, schlägt die Scheibe ein. Wir schauen nachher mal drauf, wie schnell das ging. Aber ich würde sagen, es war eine Minute. Mit dem Klassenerhalt. Und die Gästefans. Pinizzotto. Drücken ihren Eispiraten Daumen mit. Bucheli zieht vors Tor. Tor! Das ist das 3:2 für die Gäste in der 43. Spielminute. Buchelis Alleingang. Ja, der zieht außen durch und überwindet Marco Wölfel flach ins Tor. Hier kann er in die Mitte ziehen. Und die Scheibe landet hinter der Linie. 3:2 für die Eispiraten. Peter Haluser hinterm Tor. Freiburg am Puck mit Peter Haluser vors Tor. Kein Durchkommen. Da wird ein Freiburger weggeräumt. Angezeigte Strafe. Nico Linsenmeier. Tobi Kunz schießt. Nein. Angezeigte Strafe. Freiburger aber weiter am Puck. Nein, Tobi Kunz, Nico Linsenmeier, jetzt die Strafe. Eigentlich hätte Freiburg die Scheibe schneller an den Gegner spielen müssen, um das Spiel zu unterbrechen. Hier nochmal diese heiße Szene gerade von Nein und das Foul. Da ist Chris Billig kurz der Mundschutz aus dem Mund gefallen. Da wird noch kurz geguckt, ob Billig blutet. Ohrstock 5 Minuten.
5 Strafminuten gegen Martin Bartek. Ja, die Strafe hätte natürlich mit 5 Minuten, ja, das wäre nur, wenn es in die Verlängerung ginge. Jetzt ist aber erstmal 6 gegen 4 angesagt, vermute ich. So sieht's aus. Chris Billig wieder auf dem Eis, hat sein Nasenbluten gestillt. Drüber, der Pass kommt nicht an. Peter Haluser unter Druck. Und Martin wieder Marsch. Kein Tor, weiter geht's. Das Freiburger Publikum jubelte schon. Der Rückpass geht schief. Martin Wasch muss gegen Pohl laufen. Immer noch Wasch an der Scheibe, verfolgt von Pohl. Nur noch wenige Sekunden. Der Rückpass auch nicht gerade gut. Jetzt aber Martin Wasch. Und er bleibt hängen. Die Chance für Krimitschau hier rauszukommen, und das schaffen sie auch. Dein Unterzahl wird nicht gepfiffen. Aber noch 10 Sekunden. Ein letzter Anlauf. Alex Brückmann. Haluser, in der Mitte wartet Chris Billig, aber er kriegt die Scheibe nicht. Körner. Und die Sirene kommt. Das Spiel ist aus. Krimitschau gewinnt hier mit 3:2. Ein Auswärtssieg für die Eispiraten, der sicher gut tut vor den Playdowns. Absolut, und da können sie sich bei ihrem Goalie wirklich sowas von bedanken. Ryan Nye hat hier den Krimitschauer Kasten wirklich gut verteidigt. Ja, mit einigen starken Saves. Ja,